Der haarige Fitness-Elevator. Ich habe mich heute nicht rasiert. Angeblich sieht man es nicht. Julia sagt, sieht ich habe gar gesagt, nicht. Ich finde das nicht schlimm. Ich habe nicht gesagt, dass man es nicht sieht. Ich habe leider nicht so einen schönen Bartwuchs. Ist aber auch nicht wichtig. Und das ist auch nicht wichtig, dass wir jetzt über meinen Bartwuchs reden, sondern dass wir jetzt ins Beintraining und ins... Pool? Ins Pool-Training. Julia weiß es noch nicht so genau. Aber ich Nein, Push habe ich, nicht Pool. Richtig. So, wieder Stupid Talk in front of Felix. Keine Ahnung, ob man es sieht. Ja, schönes Cheat-Wetter. Schönes. Na, hier gecheatet wird hier nicht. Erst am 13. Trainiert. Julia hat pusht. Frag mich nicht. Irgendwas hat sie gemacht. Und was machen wir natürlich an einem Samstag? Wir fahren natürlich wieder shoppen. Wie wir das immer so tun. Ich glaube, irgendwann wird es langweilig. Uns aber nicht, ne? Nö. Nö. Ich will ein paar Klamotten kaufen, die ich bedrucken lassen kann. Julia will einfach irgendwelche Sachen kaufen. Und Hauptsache, wir kaufen irgendwas. Und vielleicht auch ein paar Schuhe will ich mir holen. Ich brauche mal neue für den Sommer. Ein paar freshe Nikes. Shopping ist beendet und ich habe wieder nichts gefunden. Dafür habe ich Juli ein paar Schuhe gekauft. Was hast du für welche geholt? So zeigt man die nicht. Von der Außenseite zeigt man die. Wie nennt man die denn? Roshi Run. Die heißen Roshi Run Leo. Ja,
mit Leopardenmuster in Türkis. Weil Julia ja so viele, was, pinke Schuhe hat. Und jetzt für den Sport zu einem türkisen Oberteil, Color Coordination mäßig, auch die natürlich noch ein paar so Sneaker braucht. Also ihr seht, wir sind ein Sneaker-Haushalt und graue Pulli-Haushalt, sehe ich gerade. Grauer Hoodie. So, Julia probiert die jetzt mal an und dann fahren wir nochmal zu meiner Mutter, weil das Wetter ist besser geworden, wie ihr seht. Damit wir den Samstag nicht nur mit Training Geld ausgeben, verbringen. Gucken, wie sehen die aus? Am Fuß. Ja, ist mal was anderes, ne? Ja. Cool. So, da wir angeschissen wurden von irgendwelchen Vögeln, müssen wir jetzt noch das Auto waschen. Und man sieht Arne gerade bei der Arbeit. Leider kann man ihn jetzt nicht mehr sehen. Oder? Wie schön er das Auto sauber macht. Da kommt er gleich wieder um die Ecke geschnellt. Oh, das Geld ist schon leer. Das war nur die Vorwäsche. Jetzt, ja, das ist schon mal abgegangen. Und auf der Frontscheibe leider aber noch nicht. Das kann er doch nicht übersehen haben, der Vogel. Scheiße befindet sich aber immer noch auf der Scheibe. Vielleicht ist es einfach auch nicht mehr auf dem Zettel. Doch, jetzt. Jawohl. Sauber. 2-0. So, nachdem er sein ganzes Geld und sein ganzes Können investiert hat, scheint er fertig zu sein. Was? Und? Wie war's? Der Scheiß ist ab. Na. Ich sag's euch, Leute, die Vogelscheiße. Dein Haarkranz. Mein Haarkranz. Du warst gerade ganz nah dran. Oder mein schütteres Haar. Ja. So geht unser Samstag dann gegen Ende, 19 Uhr. Wir haben nur noch Hunger. Jetzt mache ich erstmal Burger. Wie? Dann watchen wir ein Movie. Was gucken ich wir? Wir können einen halben Fisch essen. Einen halben Fisch und einen halben Schwein. Ja. So, sag kein Wort, wollen wir gerne gucken mit Michael Douglas. Kein Wort. Soll geil sein, sagt Julia. Ja. Ich bin gespannt, wir gucken mal, wo wir den überhaupt finden. Oh, lieber Goody, sag ich nur dazu, ne? iTunes, wo auch immer. Und jetzt mussten wir erstmal bei meiner Mutter und am Baum standen, hier den ganzen Vogelscheiß vom Auto entfernen. Weil der Lack sonst kaputt geht. Hat man nie gesagt. Ahnung habe ich davon nicht. Ist dir mal zu Ohren gekommen? Ist mir mal zu meinen großen Ohren gekommen. Wie so einiges, ne? Das ist gefährliches Halbwissen nennt man das. Glaube ich. Bin ich überhaupt drauf? Das ist nicht mehr die GoPro, ne? Natürlich, du bist super drauf. Ich bin super drauf. Was? Das ist nicht die GoPro? Mach die sofort aus. Mach sie sofort aus. Das ist doch ein anderer Film geworden. Was hatten wir denn gesagt? Sag kein Wort. Den gab es aber nur bei YouTube. Ganz schön. Mach mal den Sound aus sonst. Wird YouTube das Video stellen, GEMA und so, ne? You know. So, es ist Tekken 3 geworden und wir gucken den auch gerade schon und, was sagen wir? Also ich finde den jetzt, bis jetzt richtig gut. Das ist wieder typisch Tekken-Style, das ist richtig geil, obwohl der bei IMDb nur 6 Punkte hat. 6,0. Können wir empfehlen. Dafür, dass wir da 14 Euro für bei iTunes bezahlt haben. 14 Euro gekauft, hätte ich auch nie gedacht, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ein kurzer kleiner Schwenker nach links. Das ist mein Protein Ice. Und das ist der absolute Rekord. Das sind 1,5 Liter geworden. 1,5 Liter geilstes Eis. Versau mir nicht das Sofa. Ja. Da sind, der Trick war jetzt, ich habe aus Versehen 100 Gramm Himbeeren noch reingetan. Vorher, dass ich dachte, das wären Erdbeeren in der Tüte. Das heißt, sind jetzt noch 100 Gramm Tiefkühl-Erdbeeren dazu, Himbeeren dazugekommen zu den 200 Gramm Erdbeeren, der Banane, 30 Gramm Zimtway. Das war's, 5 Eiswürfel. Und dann kriegt ihr
krass viel Eis daraus. Das Ganze wird jetzt mit den anderen. Dann sind noch Cinni-Minis drin, ne, weil Zimt reicht ja nicht. Ich würde mal sagen, das ganze Ding hat jetzt 500 Kalorien. Ich würde sagen, das ist fair für das, was man da an Eis und Geschmack kriegt. Wie viel hatten Ben & Jerry's? Ben & Jerry's hat zwischen 1200 und 1400. Wer ist lieber ein Ben & Jerry's? Ja, und sonst gar nichts. So, wir gucken jetzt den Film weiter. Ich werde mein Eis jetzt hier stundenlang essen. Und dann haben wir unseren spannenden Samstag verbracht. Weil ich morgen wieder arbeiten muss. Aber Montag ist auch noch frei. Yeah! Ja, ist Pfingsten. So. Ja, Video ist vorbei. Immer schön liken, abonnieren, teilen. Wisst ihr, freuen wir uns, Tapia und ich. Morgen erzählt Arne euch den Grund, warum wir Pfingsten feiern. Genau. Ich muss kurz nachschlagen, aber dann werde ich es euch erzählen. Für die, die es nicht wissen, ihr wisst natürlich alle. So, jetzt gucken wir weiter.